Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Diest. Sie Was? Ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Onkel Tommy? Hallo? Und damit herzlich... Und damit herzlich willkommen zu Let's Play The Last of Us. Ich bin heute extra noch ganz schnell... zum Mediamarkt gefahren, hab mir das Spiel geholt, bevor ich nachher mich noch fertig machen muss, weil ich noch so auf den Geburtstag gehe, dachte ich mir, naja, werde ich euch erstmal noch so eine halbe Stunde erstmal heute schon präsentieren, bevor ich dann den Rest aufnehme. Ich hab mich total vergessen. Lieber Papa, also schön, du bist die da. Du hast die Musik, die ich höre, du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es, jedes Jahr aufs Neue der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Hab dich lieb, Sarah. Süß. Sehr, sehr süß. Guck mal, können wir noch irgendwas benutzen hier? Tonschuhe, ein Verstärker. Eine verdammt hohe Stehlampe. Okay, so ein kleines Kind. Naja, wird schon passen. Dawn of the Wolf? Oh, Telefon? Es ist tot. Na super. Na gut, dann... Ne, das ist ein Kleiderschrank. Wo ist die Tür? Hier ist die Tür. Dann gehen wir mal und sagen Papi Bescheid. Dad? Daddy? Also ich musste das Spiel jetzt einfach spielen, weil es laut Metascore eines der erfolgversprechendsten Filme Spiele dieses Jahres. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität in der Nähe neigen und sofort alle hier wegbringen. Es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir. Oh Gott. Was war das? Oh Gott. Daddy! Dad? Trotz Angst kann sie nicht rennen. Was ist bloß los?
Das frag ich mich auch. So ein Radau hier am frühen Morgen. Hund? Ich hoffe, der bleibt draußen. Oh. Ein Telefon. 8 Anrufe. Oh. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Ich komme heute spät nach Hause. Du kannst hier Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh. Papa. Wo ist er? Woher soll ich denn das wissen? Ist dein Vater. Ey, schön mit den Spiegelungen hier in der Scheibe, ja? Das gefällt mir sehr gut. So, weiter geht's. Nicht die Atmosphäre zerstören. Ich hab Angst. Da. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Alles wird gut. Jimmy, komm her! Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los! Okay. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Scheiße. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Die lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Mal sehen, was Sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Die Arme. Dann das wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Ja, Harry. Verdammt. Dreh hier.
rennen die weg. Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da. Festhalten. Fahr. Pass auf. Pass doch selber auf. Idiot. Ah! Oh Gott. Daddy? Hey. Zurück, Kleines. Zurück. Komm schon. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Schlimm. Ziemlich schlimm. Wer müsst ihr sein? Halt dich fest. Okay. Und los geht's. So, jetzt spielen wir Joel. Den wir auch das Rest des Spiels spielen werden. Halt die Augen zu, Kleines. Ich häng am Baum. Pappe rennen. Nicht in sie. Warum machen sie das? Sieh einfach nur mich an, Kleines. Da drüben! Ich hier raus. Spruch. Nein! Was ist jetzt los? Na los, mach die Tür auf! Los! Weiter geht's. Geh weg! Blut! Er ist tot! Wir sind fast da, Kleines! Wir sind fast wo? Wo willst du denn hin? Mach, dass ihr wegkommt! Komm schon! Joe! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Das sieht verdammt verdächtig aus, dass ich hier durch soll. Wir sind fast da. Gut. Sieht einfach nur klasse aus, das Spiel. Weg. Jetzt schnell den Hauptsache selber in Sicherheit bringen. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stop. Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisungen? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Bitte nicht. Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte.
Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Oh Gott. Bitte nicht. The Last of Us. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Dem Licht. Vertraue auf die Fireflies. Ich komme! Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. So, jetzt kann ich wohl wieder ein bisschen. Also, ich fand die Inszenierung total geil. Also, ich hatte eben echt schon Tränen in den Augen. Und ich weiß noch nicht, was manche haben. Manche haben gesagt, ja, die deutsche Synchro, die ist total... La Rotz und spielt nicht auf Englisch. Also ich finde die eigentlich ganz okay. Also wenn sie euch stört, stelle ich sie gerne um. Müsst ihr mir dann in die Kommentare schreiben, dann stelle ich auf Englisch um. Und mit deutschen Untertiteln, aber ich fand es eigentlich ganz gut gemacht hier alles. Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So
So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Gut, gehen wir mal weiter hier. 20 Jahre danach. Nach der Infektion. Hat sich ein bisschen geändert, die Stadt. Okay, sie brennt nicht mehr, aber dafür überall Müll. Alles zu hier. Nagelt mit Brettern hier. Achtung! Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, aufzuweisen. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Okay, okay, scheiße. Sack da runter. Ich hab nichts Falsches gemacht. Hände hoch, verdammt nochmal. Mach schon. Gut, scan sie. Geh sofort zurück. Hey, Wahnsinn. Arschloch. Verschwinde hier. Wichskopf. Hallo, ist Tess. Gehen wir mal weiter. Also Tess scheint so eine Arbeitskollegin von uns zu sein. Immer mehr Infizierte. Umso mehr die sich wegschleichen. Okay. Erledigt. Mist, jetzt habe ich nicht gesehen, was sie gemacht haben. Dass die Roma weiterlaufen muss, wenn ich nicht mal umgucke. Kommt er jetzt weiter jetzt? Das weißt du nicht. Er hat Lebensmittel abgefüllt. Ich habe uns Papiere besorgt. Die sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Ich bin immer cool. Wo willst du jetzt hin? Willst du es hier hin oder wo willst du hin? Na los, weiter geht's. Ich denke mal hier, so, hier durch. Bestimmt. Checkpoint 5 wollten wir. Ausweise bitte. Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los, hier, los! Durchfliegen! Firefly! Die Schande! Na toll! Aha. Verdammte Fireflies. Sprinten. Und da kann ich so und schnelle Drehung. Alles klar. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Ich bin ja nicht verletzt. Medikit und R1. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Tschüss, Mann. Wer ist Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wer ist Robert? Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joel, hilf mir mal damit. Naja. Ja.
So, erstmal alle Bücher umgeschubst. Na klar, wir sind immer vorsichtig. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es werde Licht. Das Zeug. Da ist er. Ich hab die gleiche Sinn nehmt. Ja, Kreis ist dunkel. Und springen. Also ist X. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Toll. Man ist ja auch so ein mega Schütze auf der PlayStation 3. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Hilf dir selbst hoch. Hast du nichts alleine? So, geht's hier. Ach, hier. Ach so. Bereit? Ja, mehr. Immer. Na los. Genau. Die ist ja mal stark. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Hier sieht es so schön grün aus. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Vorzüge. Ja, die hat er wohl. Wo ist die Leiter? Muss hier ja irgendwo sein. Weiter. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Mach ich doch glatt. Tutorial freigeschaltet, zum Ansehen Start drücken. Cool. Wie stelle ich die wieder ab? Oh, cool. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. So, kann ich die jetzt wieder mitnehmen? Nee. Ragt nicht weit genug raus. Runde Billard. Jetzt hier runter. Ja, Ma'am. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Warte! Sporen! Schön, dass du eine Taschenlampe hast. Es ist grün hier. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Hier sollten wir durchpassen. Shit. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Also ich hoffe, bei euch ist heller. Bei mir ist ganz schön dunkel hier alles. Scheiße. Pass auf, pass auf. Helft mir. Meine Maske ist kaputt. Das ist Pech. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Gehen wir. Also hätte ich keine Munition gefunden, hätte ich das nicht gemacht.
Wo muss man hin? Schön, dass sie eine Taschenlampe hat. Wo muss ich denn gelangen? Ich muss mal kurz gucken, ob ich das... Option. Muss mal heller stellen hier. Keine Ahnung, wenn ich draußen bin und mehr sehe, mache ich wieder dunkler. Denk mal hier lang. Hier in Ruhe lassen, wenn ich vorbeigehe? Himmel! Vielleicht kann er nicht beide töten. Aha, hier oben sieht schon wieder besser aus. So, jetzt mach ich mal wieder ein bisschen dunkler. Damit es nicht so zu doll aufgehellt aussieht. Und dann kann es weitergehen. Ist hier irgendwo, was ich mitnehmen kann? Ups. Doch. Okay, das waren alle. Hätte ich sie gleich erschießen können. Hoffentlich. Gehen wir zurück in die Stadt. Diese frische Luft. Frische Luft. Und nasses Wasser. Grünes Wasser. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey. Wenn sie nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Die wurde doch irgendwas angezeigt. Ach, das macht sie schon. Alles zugewuchert hier. Geht klar. Gemacht. So. Und hoch hier. Verdammt, das Brett ist weg. Da liegt aber bestimmt irgendwo neu. Wärst du so nett? Ich hole es. Gut, ist hier unten, ja? Bestimmt hier lang. Da. Kann ich es einfach. Genau. Marek. Kommst du ran? Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Hoffe ich, sonst komme ich auch nicht rüber. Okay. So, also ich mache heute nur eine kurze Session. Also ich bin jetzt schon bei 36 Minuten. Eigentlich wollte ich nur so eine halbe Stunde. Bring deinen Arsch hoch, dann los. Bald los. Zu Befehl, Boss. Ein bisschen habe ich noch. Ich muss sagen, also bisher gefällt es mir verdammt gut. Also da haben die Leute von Naughty Dog, haben sie echt was gerissen, ey. Weil es sieht doch einfach nur Hammer aus. Selbst wenn du hier nur so eine Steinfassade hast mit ein bisschen Grün ist. Ist trotzdem schon verblüffend. Und runter da. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar, komm.
So. Also der Schleichmodus gefällt mir, weil er auch recht real dargestellt ist, weil er... Also das ist ja nicht Schleichmodus, der Lauschmodus. Er hört, wo sich was befindet. Also ist nicht so wie bei Hitman, dass er durch den Instinkt weiß, wer wo ist. Sondern er hört, wer... also was er hört. Also, wir brauchen den noch. Er lauscht wirklich, wo Feinde in der Nähe sind und wie die sich bewegen. Und wenn sie zu weit weg sind, hört er sie auch nicht. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. So. Los geht's. Na komm. Seid das. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Hab gehört, nicht du jetzt, Terrence. Nein, 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 ist gut. Ich nicht hab die Karte da. Jetzt. Verstanden? Okay. Guck doch nicht gleich so rum, das Leben. Tut mir leid. Wir sind alle vorgestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche wieder. Gut. Bevor wir uns jetzt hier in den Markt aufmachen, also was aussieht wie so ein Markt, wie so ein Bazar, werde ich erstmal kurz Feierabend machen, die Aufnahme beenden, heute noch schönen Geburtstag feiern und vielleicht habe ich ja morgen noch Zeit, wieder eine Runde zu spielen, also ich hoffe. Und dann sehen wir uns dann wieder. Alle. So. Wir verhungern. Ja. Ganz ruhig bleiben. Alles klar. Und immer dran denken. Na, abonnieren. Ich warte schon Ewigkeit. Psst. Immer dran denken, abonnieren und kommentieren, wem es gefällt. Bis dann.